shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar aufgrund der aktuellen Lage gibt es jetzt zwei Sachen, über die ich jetzt eigentlich ganz gerne berichten möchte, so wie ihr mich halt kennt. Und zwar das eine Thema ist seit gestern sehr aktuell, und zwar da haben extrem viele Leute sich beschwert, dass sie kein Geld mehr haben, dass Rockstar ihnen das Geld geklaut haben und. Also Rockstar hat seit gestern ein neues Cheat-Tool im Spiel drin, wo einfach erkennt, welches Geld ehrlich erspielt worden ist und welches Geld gemoddet bzw. geglitscht wurde. Und genau das geglitschte und gemoddete Geld versucht Rockstar jetzt mit dem Anti-Cheat-Tool zu entfernen. Wie es natürlich auch sein soll, hat es natürlich auch Unschuldige erwischt, die auch einen Haufen Geld verloren haben, obwohl die noch nie geglitscht haben und auch kein Unlock-All besitzen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen fraglich, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Mir persönlich wurde Gott sei Dank nichts entfernt. Ich habe die Meldung nicht bekommen, wo ich mich einloggen wollte, und habe auch wirklich mein ganzes Geld noch, was ich sehr, sehr cool finde von Rockstar, dass sie mich da auslassen. So, falls ihr die Meldung aber bekommt und ihr habt da gestern oder heute schon X gedrückt, dann tut es mir, glaube ich, echt leid, weil ich glaube, dann ist euer Geld wirklich tatsächlich weg. Für die Leute, die sich noch nicht eingeloggt haben oder davon erfahren haben und aufgrund dessen sich noch nicht eingeloggt haben, dazu gibt es eine kleine Anleitung, die hat Weplay Oldschool hochgeladen. Ich hau die kleine Anleitung, wie ihr das Geld trotzdem bekommt und online spielen könnt, mal unten in die Videobeschreibung rein. Das ist ein Facebook-Video, der ist bei Facebook hochgeladen. Und dann könnt ihr es dort mal genau anschauen und einfach mal der Anleitung folgen, damit ihr einfach kein Geld verliert und dass ihr halt weiterhin GTA Online spielen könnt. So, laut Rockstars ist aber das Anti-Cheat-Tool dauerhaft da. Das kann natürlich sein, dass ihr heute das einmal macht und dann denkt ihr, okay, jetzt ist super, ich habe es jetzt einmal gemacht, habe mein Geld behalten und kann jetzt weiterhin GTA Online spielen. Nein, so sehe ich das Ganze nicht, weil Rockstar schreibt, dass es permanent jetzt aktiv sein wird. Allerdings mit permanent ist halt auch so eine Aussage, wovon ich jetzt nichts, ja, oder worüber ich jetzt nicht wirklich was sagen kann, weil es kann sein, dass halt einmal in der Woche so ein Check ist, wo einfach drüber läuft, um dort zu schauen, wer wie viel Geld gemacht hat. Ich weiß ja nicht, ab wann es anfängt. Früher war mal das Gerücht, dass jeder, der über 10 Millionen besitzt, in das Cheat-Tool reinfällt. Aber wie ihr seht, das Cheat-Tool von damals ist auf jeden Fall nicht aktuell und hat nicht so richtig funktioniert, wie das jetzt mit dem neuen sein wird. Kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Das heißt, auch für zukünftig gilt, wer Money-Glitches nutzt und ja, es vielleicht auch übertreibt oder auch mit Unlock-Alls, der kann auch in einer Woche, in einem Monat oder vielleicht in einem halben Jahr von dem Cheat-Tool erfasst werden und hat auch die gleiche Meldung, wo dran steht, ja, Betrag X wird von dem Konto entfernt, und wenn sie jetzt X bestätigen, wird es ja korrigiert, und es einfach niemals mit X bestätigen, sondern einfach die Anleitung folgen, damit ja ihr euer Geld behaltet. Es kann natürlich jetzt öfters vorkommen, auch in Zukunft, wenn ihr Money Glitches macht. Trotzdem werde ich Money Glitches hochladen, wenn es welche gibt oder es sinnvolle gibt, und werde auch weiterhin glitchen. Also da ist halt jeder von euch selber verantwortlich, ob er die Glitches dann macht oder nicht, kann ich dann also nicht entscheiden, sondern das müsst ihr selber entscheiden. So, und zum zweiten Thema, ich habe ja gestern das Infovideo rausgehauen, weil Rockstar eine neue Eventwoche gestartet hat, wo es extrem viele Fahrzeuge für 30% weniger gibt. Und ja, kurz nachdem das Video online war, hat auch Rockstar schon den Newswire rausgehauen und hat sogar dabei noch das Halloween-Event angekündigt, das für den Freitag, den 28.10. ja angesetzt ist, mit neuen Klamotten. Das heißt, ja, was heißt neuen Klamotten? Also Rockstar schreibt, die klassischen Gegenstände und Fahrzeuge, also das, was es letztes Jahr gibt, wird voraussichtlich zu 90%, denke ich mal, oder 99% dieses Mal wiedergeben. Also die ganzen Gesichtsbemalungen und die Masken, die Klamotten, den Frankenstein und den Lurcher wird es wahrscheinlich wiedergeben. Zusätzlich kommt noch ein neues Motorrad mit ins Spiel, das LCC Sanctus, das mit dem Totenkopf vorne drauf, wo ihr gerade im Hintergrund ein bisschen sehen könnt. Und ein neuer Gegnermodus oder ein blutrünstiger Gegnermodus kommt ins Spiel mit dem Namen Lost and Damned. Das ist ungefähr aufgeteilt in zwei Teams, einmal Team Teufel und einmal Team Engel, sage ich jetzt mal. Und alle 60 Sekunden ändert sich die Tageszeit. Das heißt, es wird ein übertrieben schneller Zeitraffer im Hintergrund laufen, wo es mal hell und dunkel wieder wird. Und wenn es dunkel wird, da wird Team Teufel von einem kleinen Vorteil sein. Also die haben dann eine höhere Ausrüstung und mehr Leben. Oder Gesundheit nennt sich ja in GTA 5, und bessere Waffen, so wie ich das gelesen habe. Und sobald es dann Tag wird, dann hat Team Engel diesen Vorteil, also mit mehr Gesundheit, mehr Ausrüstung und die besseren Waffen. Wie das Ganze dann wirklich vonstatten geht, müssen wir uns auf jeden Fall auf Freitag, ja, uns freuen. Ich denke mal, es wird extrem cooler Gegnermodus werden. Und aber ich werde am Freitag auf jeden Fall dazu nochmal ein ausführliches Video machen, was denn jetzt alles neu dazu kam. Und dann gibt es noch einen kleinen Bonus, weil Rockstar nimmt ja extrem vielen Leuten jetzt gerade extrem viel Geld weg. Deswegen hat Rockstar jetzt wieder extrem viel Geld.
Und deswegen wird Rockstars, jeder, der sich jetzt einloggt in den nächsten 2 Wochen oder eingeloggt hat in den nächsten 2 Wochen, $250.000 auszahlen als dreijähriges Jubiläumsbonus. Das Geld bekommt ihr aber nicht direkt nach dem Einloggen, sondern ich glaube erst am 7., wenn das Event vorbei ist, so wie ich es richtig gelesen habe. Das heißt, den einen nehmen sie es weg und die, wo sich einloggen, die kriegen es natürlich wieder. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer CD.